Deshalb mit Baby auf dem roten Teppich. Eine große Überraschung war es wohl nicht, als Jani Hönscheid und Per Kusmak am gestrigen Mittwoch mit Baby Emil Ozean auf dem roten Teppich zum 10-jährigen Jubiläum von TK Maxx erschienen. Doch dieser Auftritt ruft auch Kritiker auf den Schirm. Jani Hönscheid findet es aufregend. Jani und Per lassen die Öffentlichkeit gerne an ihrem Privatleben teilhaben. Zueinander fanden die Adam sucht Eva Stars im TV, die Schwangerschaft wurde von TV-Kameras begleitet, da ist es doch nur logisch, dass auch Emil Ozean schnellstmöglich seinen ersten Auftritt bekommt. Es ist total aufregend, aber es macht auch super viel Spaß. Oft macht man sich ja als Eltern auch viel zu viele Gedanken, oh Gott, was könnte vielleicht alles schief laufen und wird er vielleicht schreien? So Jani im Interview mit Galla. Per legt Wert auf Vorbereitung, doch viel hat man nicht von dem kleinen Emil Ozean gesehen. Seelenruhig schlummerte der Säugling auf Mamas Arm und wurde von einer Mütze verdeckt. Man muss sich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten. Wenn man jetzt noch andere Termine vorher hätte, beim Kinderarzt und dann noch einkaufen, wäre das wahrscheinlich schwieriger. Aber Jani hat das wirklich ganz toll gemacht. Sie hat ihm den ganzen Tag heute ganz viel Ruhe und Geborgenheit gegeben. Eben hat sie ihn noch gestillt und jetzt schläft er den Schlaf der Gerechten, schwärmt Per. Kritik an Baby auf dem roten Teppich. Doch natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Ein 10 Wochen altes Baby auf dem roten Teppich, muss das sein? So die Diskussion in den sozialen Netzwerken. Pers Erklärung: Wir haben vorher immer mit dem Bauch geredet und ihm da schon gesagt, dass wir ihm irgendwann mal die große, weite Welt zeigen, ganz viel reisen und ihn überall hin mitnehmen werden. Letztendlich hat er das ja schon alles zuvor im Bauch erlebt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben uns eben dazu entschieden, heute zu dritt hierher zu kommen. Manchmal ist es wirklich so, dass er sich zu Hause langweilt und quengelt. Aber wenn wir unterwegs sind und er merkt, dass seine Eltern glücklich sind, dann ist er auch glücklich. Bald sind sie zu dritt. Jani Hönscheid und Per Kusmak erwarten ihr erstes Kind. So kurz vor der Geburt macht sich dann doch das ein oder andere Problem bemerkbar, verraten sie im Gala-Interview. Der werdende Papa hat jedoch für alles eine Lösung.